Rote Rosen-Vorschau Folge 3569. Leo kann sein Glück kaum fassen, Katrin kommt mit ihm nach Elba. Emotional nimmt sie Abschied von Lüneburg und ihrem alten Leben. Beide genießen ihre Liebe und sind sich einig, auch ohne Ring am Finger glücklich zu sein. In einer romantischen Geste beweist Leo Katrin, er will immer für sie da sein. Philipp ist erleichtert, dass Katrin doch nicht bleibt und er das Tourismusbüro haben kann. Simon setzt einen Pachtvertrag auf, den Gunther nur noch unterschreiben muss. Carla ist genervt. Doch Britta redet ihr ins Gewissen, wenn sie wirklich mit Philipp abschließen will, soll sie versuchen, Größe zu zeigen. Carla akzeptiert das Bistro und gibt Gunther grünes Licht. Dörte will Gunther zuliebe die Geldstrafe zahlen. Doch Merle kann das nicht akzeptieren und veröffentlicht einen Online-Artikel über Dörtes Engagement gegen den Immobilienbetrüger. Lilly steckt in der Pubertät und postet sexy Tanzvideos von sich. Der Patchworks-Familie gelingt es, das Video zu löschen. Doch damit ist die Sache leider nicht vom Tisch.